was ich alles gekauft habe. Das ist gar nicht mal wenig. Ich erfüllte wieder, was ich bei Rewe bestellt habe. Genau, ich war danach auch noch bei Teddy. Und davor war ich sogar noch kurz bei Ernstings Family. Es ist überall so ein bisschen was mitgekommen. Hallo, meine Lieben. Es ist wieder soweit. Es gibt wieder einen Food Haul. Ihr habt euch letztes Mal so süß gefreut, dass ich einen hochgeladen habe. Und das freut mich natürlich auch. Und deswegen, zeige ich euch heute wieder, was ich bei Rewe bestellt habe. Genau, ich war danach auch noch bei Teddy. Und davor war ich sogar noch kurz bei Ernstings Family. Es ist überall so ein bisschen was mitgekommen. Ich zeige euch das alles am Schluss. Aber jetzt geht es erstmal um die Lebensmittel. Und ich fange jetzt direkt einmal ganz schnell mit dem Eis an hier, weil ich das direkt mal einfrieren sollte, denke ich. Das ist von Kinder, das Bueno Wild Eis. Und ich habe es selber leider noch nicht probiert, aber mein Sohn isst das super gerne. Auch die normale Sorte davon. Und ja, ich habe mir sagen lassen, dass das super, 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 super lecker ist. Und vielleicht probiere ich es auch mal. Aber tatsächlich komischerweise, also im Sommer esse ich schon mal gerne ein Spaghetti-Eis beim Eismann oder so ein Eismilchshake mag ich auch total gerne, aber ansonsten muss ich das gar nicht so haben. Ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das gar nicht so viel. Obwohl, ein McFlurry ist natürlich auch immer nice. Aber naja, egal, auf jeden Fall durften die mit und ich, wie gesagt, habe mir sagen lassen, dass die lecker sind. Ich gehe die schnell mal einfrieren. So, ich glaube, von den gefrorenen Sachen war das jetzt auch schon alles. Und genau, ihr hattet letztes Mal ganz viel gefragt, gerade wegen diesem Rewe-Liefer-Service. Wie das Obst und Gemüse denn da ist, was die da reinpacken. Also bei mir war es bis jetzt immer, 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 immer super, wirklich. Also ich habe immer frische Sachen und auch ich habe das Gefühl, die denken richtig nach. Ich hatte ja letztens zwei Avocados zum Beispiel bestellt und dann hatten sie eine dabei, die etwas fester war und eine, die schon etwas weiter war, damit ich halt eine zum Gleichessen habe und eine für später. Zumindest habe ich mir das so gedacht und weiß nicht, ob die das auch so gedacht haben. Aber es hat mir zum Beispiel sehr gut gepasst, Bananen und sowas. Die packen das immer gut und tatsächlich, auch so Melonen habe ich auch schon ganz oft bestellt. Das war nie eine, die wirklich absolut unterste Schublade war oder so. Ich meine, gerade bei Melonen kannst du ja nicht reingucken und so, aber auch Pomelos. Hier, das ist übrigens noch die von neulich. Und ich hatte übrigens mal eine, die habe ich vor Weihnachten gekauft und die habe ich erst im Februar gegessen. Die war noch richtig gut. Also da war gar nichts irgendwie. Das war richtig nice. Und genau, das ist eigentlich immer richtig gut gelaufen. Es war auch nie was irgendwie zerbeult oder zerditscht oder irgendwie was. Das Einzige, was mal nicht ganz so cool war, waren Mandarinen. Aber ich finde Mandarinen sowieso total schwierig zu kaufen. Ja, genau. Ich hatte jetzt Erdbeeren bestellt. Die hatten sie dann aber als Fehlartikel markiert, also dass es nicht da ist. Das ist auch immer ganz gut. Und ich war dann aber ganz schnell selber einmal bei Rewe vorne beim Obst und Gemüse gucken, weil ich dringend Erdbeeren brauchte. Und ich hatte eigentlich 3x250 Gramm bestellt. Die hatten aber heute halt nur diese riesige Packung. Gott, ein Kilo sehe ich gerade. Das ist ja heftig. Ich dachte, das sind 500 Gramm oder so. Ich habe nicht richtig drauf geachtet. Auf jeden Fall hatten sie das jetzt hier. Ich meine 5 oder 6 Euro. Nee, 6 oder 7 Euro kamen die. Genau, sehen super gut aus, riechen sehr gut. Ich freue mich sehr drauf. Mein Sohn auf jeden Fall auch. Und genau. Dann geht es jetzt weiter mit allen möglichen Durcheinander. Ich hatte jetzt hier einmal, die waren leider nicht im Angebot, sonst kaufe ich immer nur im Angebot. Knack und Back Sonntagsbrötchen habe ich jetzt zweimal mit bestellt, weil mein Sohn hatte die Idee, dass wir die noch einmal durchschneiden quasi und dann so Mini-Pizzen draus machen. Können wir eigentlich machen. Ich mache meinen Pizzateig sonst eigentlich immer selbst, aber er hatte da jetzt so eine coole Idee und dann machen wir das natürlich auch einfach mal. Und ansonsten essen wir die auch super gerne, einfach eben wie sie gehören, sag ich mal. Genau, dann habe ich mir hier einen Kräuterquark mitgenommen, weil ich mal wieder richtig Lust auf Kartoffeln mit Quark einfach hatte. Und da mein Sohn kein Quark isst und ich den irgendwie selber irgendwie immer nicht so für mich zufriedenstellend zubereiten kann, obwohl das eigentlich gar nicht so schwer ist. Ich habe es auch schon öfter versucht, aber irgendwie, ich mag halt einfach diesen sehr gerne, beziehungsweise ist es mir eigentlich dann egal von wo, solange ich die nicht... Danke, Alexa. Solange ich die nicht vermischen muss, ist das eigentlich mir total egal, woher die sind. So, genau, weiter geht es wieder mit Teewurst. Die kommt eigentlich gefühlt jede Woche mit. Ich glaube, letzte Woche war sie mal nicht dabei, weil wir noch so viel hatten. Oder war es davor die Woche? Ich weiß gerade nicht. Ja, die Rügenwalder Teewurst sage ich immer wieder. Es darf immer nur die sein, weil mein Sohn sonst einen Unterschied schmeckt und die anderen Marke halt nicht. Davon durften 3 Stück mit. Die waren leider auch nicht im Angebot. Leider, die sind nämlich auch, naja, kostet halt alles Geld, ne? Genau, dann durfte ich hier nochmal die Bärchenwurst mit. Davon habe ich diesmal 2 mitbestellt, weil ich uns gerade auch beim Bäcker noch... Oh nein, ich Trottel, habe meine Baguettes mit... Ach, scheiß. Oh Mann, ich habe für meine Mama auch noch Brötchen geholt und habe meine Baguettes mit rübergegeben. Na gut, dann hole ich sie halt nachher. Ja, auf jeden Fall schmeckt die Bärchenwurst mit da drauf total lecker und das ist heute unser Mittagessen. Genau, Baguette mit allem Möglichen drauf. Ja, und das hier habe ich für die Tage mal mitgenommen. Da wollte ich ein Paprika-Geschnetzeltes machen. Und dann mache ich letztendlich nur so eine Paprikasoße. Die rühre ich mit Brühe an und dann ein bisschen Sahne, aber nicht zu viel Sahne. Bisschen Gewürze noch rein, edel, süß etc. Und genau, da brate ich dann aber vorher immer noch ein bisschen Fleisch an. Und da habe ich jetzt hier von Wilhelm Brandenburg
aus der Region, ich weiß nicht genau, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen hier. Das sah so aus, als wäre es irgendwie etwas besser. Auf jeden Fall war das im Angebot. Und ja, ich habe deswegen jetzt hier insgesamt ungefähr 750 Gramm Fleisch. Das reicht dann auch für zweimal. Genau, und dann habe ich hier für einen Salat, das ist mehr oder weniger Salat, das ist nicht wirklich Salat drin, aber es ist Paprika, Mais, Tomate, Gurke und Kichererbsen sind da drin. Da mache ich mir da so eine kleine Salatsoße selber mit irgendwelchen Gewürzen, die ich gerade da habe. Und genau, dann esse ich das entweder zum Abendessen oder als Beilage dazu. Und das schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Aber nur, also Kichererbsen mag ich tatsächlich nur, wenn da wirklich Dressing drauf ist. Sonst finde ich die etwas eigenartig. Genau, dann haben wir hier ist jetzt überall das Obst und Gemüse drin. Ich hebe euch gleich mal die Kiste hoch, dass ihr mal sehen könnt, wie das so liegt. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt drei rote Paprika und ja, die sind halt überwiegend für die Soße, aber eben auch für den Salat, von dem ich eben erzählt habe. So, hier einmal kurz, das könnt ihr nicht so gut sehen, ne? Also es liegt halt locker drin, es war eben nicht zu vollgepackt da drin, sodass eben nicht so weiter in Mitleidenschaft gerät. Genau, hier habe ich jetzt Speisekartoffeln, genau, da waren alle möglichen Sorten im Angebot. Beziehungsweise hier vorwiegend festkochen und mehlig kochen und sowas. Da konnte ich jetzt nicht sehen, welche Sorte das direkt ist. Also ich konnte festkochen beziehungsweise vorwiegend festkochen aussuchen, aber hier stand nicht drauf. Das ist jetzt Madeira, keine Ahnung, wie sie das aussprechen. Sind ja irgendwie immer irgendwelche Frauennamen. Ja, aber ja, auch die haben ja eine gute Qualität. Ich weiß halt nicht, wie die schmecken, aber das ist auch okay. Damit kann ich leben, wenn ich nicht einkaufen gehen muss. Genau, dann habe ich hier Valensiner Saftorangen einmal. Die essen wir einfach so nebenbei. Da hinten seht ihr, eine habe ich noch. Und dann gibt es Tomaten. Da habe ich jetzt die Cherry Roma Tomaten zweimal bestellt. Wie gesagt, sowohl im Salat als auch einfach so zur Brotzeit oder auch zwischendurch mal zum Naschen. Bananen mussten wieder her. Ich habe noch zwei da. Die sind zum Glück noch nicht ganz braun. Ich mag das nämlich nicht, wenn die braun werden. Ich mag das lieber, wenn die so ein bisschen leicht grün noch sind. Aber natürlich nicht so, dass sie so pelzig auf der Zunge werden. Das ist natürlich eklig. Ja, dann gab es ein Gouda Holland Jungstück. Das ist jetzt ein Seitenstück. Genau, manchmal, wenn man selber suchen geht, dann findet man auch mal ein Mittelstück, was ich persönlich immer ein bisschen lieber mag. Aber das gab es jetzt natürlich nicht, weil ich es nicht dazu schreiben konnte. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Das ist halt sehr speziell dann. Ne? Damit kann ich auch leben, wenn ich nicht reingehen muss. So, dreimal Salatgurken. Die waren heute wieder richtig teuer. Ich meine 1,59 oder so, 1,60. Obwohl, ich habe auch schon mal über 2 Euro bezahlt für eine Gurke. Bescheuert eigentlich, ne? Ja, egal, auf jeden Fall drei Gurken, wieder zur Brotzeitsalat und Schulzeitbrot und so weiter. Pausenbrot heißt das, ne? Ja, dann hatten wir im Angebot Crunch Chips. Da hatte ich hier zweimal Paprika mitbestellt. Die gehen bei uns einfach immer. Ich esse die gar nicht mal so gerne. Ist ja ein Ding, die haben sogar raufgeschrieben, dass es eine neue Größe ist. Ich weiß gerade nicht, waren da sonst 175 Gramm drin? Dann sind die tatsächlich natürlich auch teurer geworden, wie alles. Hier sind jetzt noch 150 Gramm drin. Ich meine, das waren immer 175 oder sogar 200. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall zweimal die für, ich weiß nicht, 88 oder 99 Cent. Und dann nochmal für meinen Sohn, der liebt die Western-Style-Chips. Die mag ich auch total gerne, aber man stinkt danach immer, wie sauber das Knoblauch drin ist. Wobei Knoblauch natürlich mega lecker ist. Aber ich finde gerade die riecht man noch tagelang an den Fingern und so. Ja, dann habe ich hier einmal. Ich wollte die mal probieren. Wir essen sonst immer die Beefy. Aber ich wollte mal die günstigen davon von Rewe ausprobieren. Und ja, hier haben wir die deswegen eben mitbestellt. Und dann mochte mein Sohn jetzt vergangene Woche. Ich hatte ja letzte Woche einen Lüneburger dabei, genau. Und wir schaffen das einfach nicht. Ich friere halt manchmal die Hälfte ein. Aber selbst wenn ich dann die Hälfte wieder auftaue, selbst das schaffen wir irgendwie nicht. Deswegen habe ich immer nur jetzt, was heißt immer nur? Ich habe jetzt geplant, in Zukunft erstmal dieses Brot zu kaufen. Es sei denn, ich habe jetzt zum Beispiel, weiß nicht, meine Mama sagt, ich nehme dir ein halbes Brot ab, dann geht das noch. Aber ansonsten schmeißen wir zu viel weg und das möchte ich nicht. Und deswegen ist einmal das Milde da mitgekommen. Und mein Sohn mochte das jetzt die letzten Tage sehr, dass ich ihm Brötchen morgens aufgebacken habe und er die mit zur Schule nehmen konnte, weil er dann einfach viel lieber gegessen hat. Und das kenne ich selber auch noch, dass man einfach gerne so, weiß nicht, irgendwann hat man mal die Schnauze voll von normalem Brot und möchte dann auch mal was anderes in der Schule essen, weil man da ja auch ordentlich Bedarf hat, finde ich immer, wegen des Lernens und so, ne? Genau, und dann nochmal zum Einfrieren, beziehungsweise esse ich tatsächlich auch manchmal super gerne so Körnerbrot, eben mit Avocado zum Beispiel oder mit Tomate, mit Mozzarella, mit allem Möglichen. Und da habe ich jetzt nochmal, das habe ich letzte Woche, meine ich, auch gekauft, Vital Plus Dinkelvollkorn mitgenommen zweimal. Eins werde ich einfrieren und dann, ja, dann
werde ich das einfrieren und das dann essen, genau. Das ist halt auch ganz schön, das ist so klein und wenn man wenig Hunger hat, dann reicht es und wenn man größeren Hunger hat, dann kann man sich zwei machen. Das ist halt ganz gut anpassbar, ne? Ja. Dann brauchte ich einmal Eier, da habe ich hier die 10 frischen Eier aus Freilandhaltung, ohne Kükentürken, ja, das ist gut. Und 10 Eier. Genau, dann ist mir mein Zimt leer gegangen, genau, weil ich mache ja so oft Crepe in letzter Zeit, weil es mir einfach so gut schmeckt. Ich werde es wahrscheinlich nachher auch wieder machen. Da steht noch hier mein Crepe-Maker, aber ich habe gerade keinen Teig mehr fertig. Auf jeden Fall kommt da natürlich auch manchmal Zucker und Zimt drauf und mir ist mein Zimt jetzt ausgegangen und deswegen brauchte ich natürlich neu. Dann nehme ich halt super gerne den von Ostmann. Ich weiß, ich finde die Gewürze einfach gut und ich finde, man merkt auch einen Unterschied zu den meisten, wenn man die ganz günstigen kauft, das kann jetzt auch von Laden zu Laden unterschiedlich sein, aber ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Laden die waren, aber die waren gefühlt sehr verdünnt. Ja, und dann haben wir hier, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, aber ich mache manchmal so, wenn wir Nudeln über haben oder Spaghetti sind es meistens, die haue ich mir ganz gerne mit Karotte und mit Frühlingszwiebeln in die Pfanne und dann wird das so ein bisschen Richtung, ja, gebratene chinesische Nudeln, nur so ein bisschen in die Richtung. Und da war bei einem Rezept halt mal bei, dass man diese Soße benutzen soll und die habe ich jetzt mal nachgekauft, das schmeckte halt wirklich immer ganz gut. Sojasauce kommt dann auch noch rein und so ein paar Gewürze und letztendlich ist das dann auch kein Hexenwerk. Tut mir übrigens leid, mein Finger ist ein bisschen kaputt hier, falls ihr das gerade gesehen habt. Und also irgendwie fehlt was, wenn sie nicht drin ist. Es ist aber auch nicht extrem schlimm, wenn man sie weglässt. Aber irgendwie fehlt dann was. Genau, dann war mein Senf leer. Da habe ich jetzt hier den von Tomi nachbestellt. Der hält bei uns immer eine ganze Weile. Es sei denn, ich mache einen Hackbraten, dann kommt da natürlich ordentlich Senf rein. Aber das habe ich jetzt eigentlich erstmal nicht vor, glaube ich. Erstmal nicht. Und ja, dann war im Angebot, oh nein, wie süß. Da müsst ihr jetzt auch unbedingt mal eure Augen aufhalten, ne? Ich muss unbedingt zu Lidl. Letztes Jahr zum Valentinstag gab es, oder gab das das? Das gab es, glaube ich, sogar schon früher. Da gab es eine Tasse. Es gibt immer einmal im Jahr so Tassen von Kinderriegel. Und da will ich unbedingt nochmal gucken, weil hier, da ist jetzt so Valentinstagskram drauf gedruckt gewesen. Und jedenfalls waren die im Angebot, ich meine, für 2,99 statt 4,29 oder 39, also echt viel. Und die kommen natürlich auch ganz oft auf die Crepes drauf und total schön. Ja, dann habe ich hier eigentlich nur noch Milch. Viermal habe ich diesmal. Weil wir hatten eigentlich erst einen Karton geholt, aber jetzt relativ viel verbraucht durch die Crepes halt. Und dann wollte ich euch ja noch zeigen, was ich bei Ernstings Family und Teddy mitgenommen habe. So, ich möchte demnächst ein paar Kokosmakronen backen und wollte die auch verschenken. Und deswegen habe ich hier nach einer Herzkeksdose gesucht und habe tatsächlich eine bei Teddy gefunden für 5 Euro. Ja, es ist letztendlich nur eine Metalldose, also sie war aber im Lebensmittelbereich, also gehe ich davon aus, dass ich die auch für Kekse benutzen kann und ja, da gab es noch eine andere Sorte bzw. eine andere Ausführung und die war farblich ähnlich, aber hier in der Mitte stand noch irgendwas drauf, so von wegen irgendwas über Kuchen, ich weiß es nicht mehr genau. So, genau, und passend in der Form habe ich hier nochmal die Ferrero Küsschen mitgenommen. Ich hoffe, ich kriege hier das Preisschild nachher relativ sauber ab, weil natürlich nicht. Alter, das hasse ich an Teddy, ne? Also, so schön die Sachen da auch immer sind und günstig, manches ist auch gar nicht günstig. Ich glaube, die waren jetzt auch nicht so mega günstig hier. Die kamen 6 Euro. Aber ich hatte keine Lust mehr, irgendwo anders hinzufahren. Auf jeden Fall geht die Preisschilder immer nur so richtig kacke ab. Kleiner Tipp, kennt ihr wahrscheinlich eh schon, mit dem Föhn ein bisschen warm machen, dann geht es etwas besser. Das werde ich damit nachher auch machen. Aber Alter, das sieht manchmal so doof aus, wenn du die Sachen nicht abkriegst. Ja, so, das war es schon von Teddy. Da habe ich gar nicht sonst mehr gekauft. Doch, den, werdet ihr in einem anderen Haul sehen, wahrscheinlich Sonntag. Da war ich bei Teddy, genau, und hatte ein paar von solchen Schnappern gekauft und wollte den hier ganz gerne nochmal haben. Deswegen kam der eben einmal mit. Das war nämlich eine Empfehlung von euch Zuschauern, dass ich bei Teddy mal nach den Schnappern gucken soll. Und genau, dann war ich eigentlich zu Ernstings Family gefahren, weil ich vor ein paar Tagen Autos sauber gemacht habe und in dem einen war Öl ausgelaufen, also so Motorenöl und das habe ich nicht gesehen, richtig eklig, richtig komplett schadengefühlt des Autos und jedenfalls habe ich da halt voll reingefasst und dann war meine Jacke hier vorne am Ärmel total voll mit Öl und das ging natürlich jetzt auch nicht mehr raus. So, ich habe natürlich auch schon ein paar Tricks versucht anzuwenden, aber Motoröl ist halt echt sehr, ich glaube, es hat eine sehr hohe Viskosität oder wie heißt es? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall wollte ich dann gucken, ob die vielleicht zufällig noch meine Jacke da haben. Weil letztens habe ich gesehen, dass die irgendwie reduziert war, aber war natürlich nicht mehr da. So schlimm ist der Fleck jetzt tatsächlich auch nicht, aber es ist ärgerlich. Aber egal, ich habe natürlich nicht das Ding gefunden, aber ich habe
andere Sachen gefunden. Und zwar direkt draußen. Da lag nämlich ein Melonenkissen. Das habe ich für meinen Sohn mitgenommen. Der mag das irgendwie ganz gerne, so extravagante Kissen zu haben. Und er liebt Wassermelone, also musste das Kissen her. Das ist ganz klar. Das fühlt sich tatsächlich auch ganz schön an. Das kam 9,99 Euro. Die hatten da zwar auch irgendeine Rabattaktion, aber die konnte ich mit normalpreisigen Artikeln nicht nutzen. Ja, dann habe ich ihn gleich mal noch ein paar Socken mitgenommen. Er brauchte neue Socken. Ich finde sowieso Socken, die verbrauchen sich so schnell. Die fühlen sich so schnell kacke an. Also gefühlt ein halbes Jahr, maximal ein Jahr. Und dann müsst ihr auf jeden Fall neue kaufen. Ich meine, bei Kindern, die wachsen ja eh. Er hat jetzt auch schon relativ große Füße. Ich glaube, die sind schon größer als meine. Er hat jetzt hier 39 bis 42. Habe ich 2 mal 5 Stück mitgenommen. Die kamen 5,99 und die 4,99. Genauso überwiegend Baumwolle. Und genau, ich musste noch mal kurz, hoppala, bei unserem Aldi Nord gab es nämlich Babysachen, da sollte ich für meine Schwester einmal hinfahren. Da durfte unter anderem, das meiste habe ich da gelassen, aber die habe ich jetzt hier aus Versehen noch. Und da gab es so ein Nachtlicht für Kinder und da sollte es einmal eine Wolke und dieser kleine Mann sein. Ist auch wirklich süß, ne? Total niedlich, ja, auf jeden Fall. Aber der Rest ist schon drüben. Sie wollte da so ein Hinstellteil haben, dass das Kind irgendwie in der Küche oben mithelfen kann. Und was war das noch? Irgendein Nachtprojektor noch, glaube ich. Und alles Mögliche an Küchenutensilien. Genau, das durfte damit. Und ja, hier bei Aldi hatte ich jedenfalls dann noch Schokofresh mitgenommen, weil ich die vergessen hatte, bei Rewe mitzubestellen. Und da gab es noch diese reduzierten, die laufen, glaube ich, am 18. ist es morgen oder übermorgen laufen die ab und die werden bei uns dann auf jeden Fall noch vorher leer. Ja, und dann ist hier eigentlich nur noch der Uludag oder wie auch immer das ausgesprochen wird, original türkisches Erfrischungsgetränk. Ja, ich habe das letztens einmal probiert, war jetzt nicht so ganz mein Fall, aber ich wollte das auch mit verschenken. Genau. So, was ist hier noch? Das gab es noch bei... bei Family. Das ist irgendwie so ein Squeezy-Teil und irgendwas ist da drin. Ich weiß aber gerade nicht so richtig, was das sein soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, aber irgendwas ist da drin. Vielleicht leuchtet das? Ja, es leuchtet. Okay, es ist eine kleine Lampe. Da gab es auch noch andere Farben von, aber es fühlt sich ganz cool an. Und dann hier, das fand ich so eklig, aber irgendwie auch so lustig. Das ist auch so ein Squeezy-Teil und es ist halt einfach ein Ei. Ja, es ist total witzig. Da ist sogar so eine trübe Stelle drin. Total eklig. Oder ist das irgendwie Zufall jetzt durch die Verpackung oder so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sieht es echt aus wie ein Ei. Genau, das dann nochmal zur Belustigung. Ist das überhaupt so? Also zur Unterhaltung, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich schaffe es dann jetzt regelmäßig, das so hochzuladen. Ich gebe mir Mühe. Genau, und ansonsten, wenn mal freitags oder donnerstags keiner kommt, dann hoffentlich darauf die Woche. So, jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Tag. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mensch, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich war auch noch bei der Packstation und ja, ich habe da 2 Zuschauerpakete rausgeholt. Ich habe sowieso schon 4 Zuschauerpakete hinten. Ich muss mal gucken. Genau, das war jetzt diesmal von Corinne und ich glaube von Heike, meine ich. Ich muss mal kurz gucken. Ja, es war von Heike Isabel und genau, das war richtig schwer. Genau, ich weiß jetzt noch nicht so genau, entweder ich packe es in Livestreams aus wieder oder ich mache vielleicht auch Videos. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Es ist auf jeden Fall angekommen. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich. Ich freue mich schon sehr. Und ja, genau. Es kann aber noch ein bisschen dauern. So, ganz herzlichen Dank, dass ihr auch in diesen Zeiten, wo wir jetzt wirklich alle auf unser Geld achten müssen, trotzdem noch irgendwie ja, Muße habt, mir dann auch noch Geschenke zu machen. Also ganz herzlichen Dank dafür. Das ist echt süß. Und ja, jetzt reicht's aber. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr habt ihr schon gesehen, ich habe schon alles sehr schön angerichtet. Dann könnt ihr sehen, was ich alles gekauft habe. Das ist gar nicht mal wenig. Ja, und ich habe jetzt richtig Hunger. Kennt ihr das? Ich muss jetzt was davon essen. Wahrscheinlich. Ich hätte normalerweise Baguette gegessen. Jetzt habe ich kein Baguette. Ja gut, gibt's halt nachher Baguette. Ich hole nachher noch ein Baguette mit meinem Sohn. Dann können die anderen das behalten. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.